Der Sweetchecker. Ach ja, ich muss Ansage machen. Hey, hier ist der Sweetchecker. Juhu! Und ich bin mal wieder dabei, euch eine Süßigkeit vorzustellen. Und diesmal dies hier. Peanut Slap. Also der Erdnuss-Klatscher. The Original Milchschokoladenbar by Whittaker's. Whittaker's. Wo kommt das her? Das hat mir irgendjemand geschenkt, was ich total lieb von ihm fand. Ich glaube, es war mein Bruder. Ach, das ist aber jetzt geraten. Immer danke für den Spender. Kommt aus Neuseeland übrigens. Neuseeland. Kleine süße Würfelchen. So, und das ist natürlich eine ganz witzige Verpackung eigentlich. Also die Formatgröße schon mal nicht die Norm. Des Deutschen ungewöhnlicher, ja, keine Ahnung, es ist, der Deutsche mag das nicht. Ich sage das jetzt schon, weil es nämlich nicht der Norm entspricht. Der Norm entspricht. Wie es normalerweise, ey, wie geht's auf? Wie es geformt sein sollte. Oh, Alter. Ich zerbeiß das gleich. So, und eine goldene Verpackung, ziemlich cool. Ich bin zu schwach heute Nacht. Ah, es löst sich. Okay, da sind Erdnüsse drin. Sag mal, wir haben nicht viel Kunden. Die verhungern vorher. Alter Schwede. Ich gedacht, da kommt ja so ein Erdnussbutterteil raus und schon so ein Klotz. Das sieht aus wie Zartbitterschokolade. Doch nur 33%. So, ich habe irgendwas von gerösteten Erdnüssen gelesen. Haha! So, tue ich mal die Packung weg. Boink. Und daraus kommt so ein Klotz. Könnte auch eine Bremsscheibe sein oder eine größer geragte Bremsscheibe oder Goldbarren, der braun wurde. Hm, nur nicht so schwer. Tja, das ist also jetzt so ein Schokoladenwürfel, quasi, ne? So ein Kindersarg. Mini-Kindersarg. Und man sieht also hier unten schon Erdnüsse. Und es riecht nach Erdnüsse. Und ein bisschen nach Schokolade. Ja. Ist ja prickelnd. Ja, das ist toll. Es ist keine Zartbitterschokolade, aber auch keine richtige Vollmilchschokolade. Irgendwie was in das mittendrin. Es ist nicht sehr süß. Die Schokolade ist nicht so prickelnd. Erdnüsse sind halt voll, groß, riesig, gesalzen, geröstet da drin. Macht das natürlich dann zum knusprigen Erlebnis zwischen den Zähnen. Wie gesagt, die Schokolade ist halt nicht so super. Ah. Ansonsten ist das natürlich ein guter Energieriegel. Hast mal, ne? Brauchst du mal Power? Nimmst mal so einen Riegel, ne? So einen Erdnuss. Bitch Slap hier. So. Von der Firma Whittaker's. Naja, also, wenn man so ein bisschen an der Schokolade feiern würde, wäre das total super. So, das habe ich gesagt. Ich habe es rausgelassen. Ja, das war mal wieder der Sweetchecker. Und wenn ihr mal in Neuseeland seid und sowas seht, einkaufen, essen und mir schreiben hier unten. Ansonsten könnt ihr auch alle anderen, die ja nicht in Neuseeland seid, und auch mal wen habt, was ich noch so testen soll, bitte lasst Kommentare da. Total toll. Daumen hoch wäre auch supi. Abonnieren auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.